Ich grüße euch, Freunde des Antitus. Willkommen zurück zu Dead by Daylight und zu einem kleinen Mini-Informationsvideo. Heute kam ein Patch, der hat den neuen Spalt gebracht. Der hat schon mal ein bisschen Cosmetics in den Shop gebracht für Halloween. Halloween-Event startet am 13., also heute. Also, ich nehme das Video nehme ich am 12. auf, aber am 13. ist das Video hier geplant, also quasi heute. Also am 13. auf jeden Fall Halloween-Event. Boom. Wahrscheinlich mit einem Event-Spalt, einem kleinen Event-Spalt, nehme ich an. Denn ihr seht schon, auf dem PDB war es testbar. Da war ich sehr begeistert hiervon. Es ist jetzt schon live gegangen, hier diese Änderungen. Mit dem Spalt auf jeden Fall, die ich auf dem PDB sehr begrüßt habe. Dass alles ein bisschen schöner aussieht hier mit den. Ne, mit den beiden Reitern, dass man jetzt zwei verschiedene Aufgaben aussuchen kann und dass, wie gesagt, man nur noch einmal dran klicken muss und nicht mehr gedrückt halten muss. Also alles optimal hier wie auf dem PDB. Das war ja schon auf dem PDB richtig Zucker. So, jetzt aber reden wir mal über den Spalt, denn der ist diesmal sehr besonders, Leute. Also erstmal ist der Spalt. Ich muss euch sagen, das ist ein richtig dicker Wälzer. Also normalerweise gehen die gar nicht so lange. Dieser Spalt ist jetzt 83 Tage offen. Also vom 12.10.2022 bis zum 4.1.2023 ist dieser Spalt offen. Das muss man sich erstmal reintun. Ich glaube, so einen dicken Spalt hatten wir noch nie in DBD. Ja. Also, ihr habt massig Zeit, das Ding rauf und runter zu spielen. Was neu ist, in dem Gratis-Spalt, also wenn ihr jetzt keine Aura-Zellen ausgibt, ja, hier sind eine Menge Blutpunkte. Ihr kriegt durch den Spalt eine Menge Blutpunkte. Ja, dann gibt es natürlich noch die Premium-Variante, die ich mir natürlich sofort geholt habe. Ihr kennt mich, ich bin, was Cosmetics angeht, bin ich ein Junkie. Hier ist jede Menge geiles Zeug drin. Eine Menge, also wer es nicht weiß, der Spalt dreht sich hauptsächlich um Ghostface, also ein Ghostface-Spalt. Deswegen gibt es ja auch viele schöne Cosmetics für den Ghostface. Also einmal auf jeden Fall sein Hauptskin auf jeden Fall. Der sieht sehr interessant aus. Und natürlich auch viele verschiedene Masken für seinen Hauptskin. Aber Leute, eine Sache, ich habe jahrelang habe ich gebetet und gesagt, Leute, macht das doch endlich. Es wird doch Zeit jetzt, ne? Mensch, der Ghostface hat so viele Spitznamen. Einer davon ist ja sogar Jokeface. Ja, und ich habe immer gesagt, Leute, ihr müsst mal diese Maske aus dieser Parodie bringen. Was geht ab? Ja, die Maske müsst ihr bringen. Habe ich immer gesagt, die Entwickler müssen das bringen. Die müssen das. Ich würde diese Maske so abnormal feiern. Und ja, tatsächlich dieses Jahr ist es endlich soweit. Ja, meine Gebete wurden quasi erhört. Und in diesem Spalt, in der Premium-Strecke, also ihr müsst Aura-Zellen ausgeben, ja. 1000 Aura-Zellen, vielleicht habt ihr die noch vom letzten Spalt. Ansonsten einen Zehner, da seid ihr mit dabei. Und ja, das letzte, der. Die Stufe 70 schaltet die Was geht ab Maske frei. Und das ist die Leute, die Jokeface Maske. Was ab? Ja, ich feier das. Wenn ich die habe, ich spiele den Jokeface wirklich dann als Jokeface. Absolut geil. Finde ich schön. Aber es gibt noch eine Besonderheit in diesem Spalt, die habe ich noch gar nicht erwähnt. Also erstmal, weil es nämlich gar nicht die letzte Etappe hier ist. Ja, normalerweise wäre Stufe 70 die letzte Etappe, aber ihr seht schon, wir sind auf Seite 9 von 11. Es geht also eigentlich noch weiter. Ja. Leider gibt es dann hier, ihr seht schon, für die kostenlosen Leute gibt es dann hier nichts mehr. Ja, also hier ist dann alles leer, leider. Was es aber gibt, tatsächlich, es gab wieder einen Community Wettbewerb tatsächlich, wo man Cosmetics designen konnte und einreichen konnte, einmal für Survivor und einmal für den Killer. Und ja, was soll ich sagen? Es haben zwei
zwei gewonnen, ein Survivor-Skin. Das ist einmal hier sieht man den Kopf davon, das ist Maske mit Filter. Also einmal gibt es einen Community-Skin für die, wie heißt die noch gleich? Für die Yui, mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, also Yui hat einen Skin bekommen, der von einem Künstler aus der DBD-Community designt wurde. Das hatten wir ja schon mal mit einem Legion-Skin, ja, mit dem Glasmesser. Das war auch ein Skin, der einen Wettbewerb gewonnen hat. Und daraufhin haben die Entwickler diesen Skin ins Spiel gebracht. Und dann gibt es einen Skin für die Künstlerin. Und der sieht ganz fancy aus. Ich muss mal eben den Buddy raussuchen. Der ist hier. Überwältigende Kleidung. Nur alleine der Buddy sieht schon richtig, richtig heftig aus. Und der komplette Skin, ich habe mir den schon angesehen. Ich habe ja, wie gesagt, auf Twitter konnte man sich die Skizzen ansehen, die eingereicht wurden. Und ja, der Künstlerin-Skin, der ist so, der ist heftig, ja. Also hier so mit so Rabenfedern, es ist wirklich insane. Also zwei richtig coole Skins designt. Und der Community, ja. Finde ich cool, dass DBD solche Wettbewerbe veranstaltet. Ja, ich bin selber nicht so künstlerisch begabt, aber ich freue mich dann, dass wir diese Kunstwerke dann auch spielen dürfen. Und wie gesagt, der Spalt ist big, 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 Leute. Also ihr habt massig Zeit, den freizuspielen. Es gibt jetzt jede Menge Blutpunkte hier, was es vorher auch nicht gab. Wie gesagt, eine haufenweise Cosmetics, Aura-Zellen gibt es 1000 Stück sich zu holen in der Premium-Strecke. Und wahrscheinlich geht am 13., also je nachdem, also das Video kommt ja am 13., ist ja für den 13. geplant, aber wenn das Halloween-Event dann startet, dann wird es vielleicht, ich sag das jetzt ohne Gewähr, nochmal einen kleinen Minispalt geben für so ein paar Halloween-Skins, die man sich dann erspielen kann. Es gibt ein paar Halloween-Skins für den Spalt. Für den Shop. Natürlich gibt es auch, kann ich euch einfach mal zeigen. Ne? Wir können ja den einfach mal mit einbinden, den Shop hier. So, hier seht ihr es auch schon. Also, einmal gibt es den Fäule-Skin für Veska und den Fäule-Skin für den Oni. Beide Fäule-Skins finde ich leider nicht sehr gelungen. Gerade der von Veska ist doch sehr, ja, minimalistisch gehalten, muss man ja ganz klar so sagen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich. Oder auf jeden Fall was anderes. Ich meine, das Fäule-Serum, das ist hier überall verteilt und so, keine Frage. Aber ansonsten, wenn man sich so andere Killer-Skins anschaut, auch der von Nemesis ist viel, viel besser wie der von Veska jetzt hier. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht tatsächlich. Und auch der Oni-Skin. Der Blighted Oni-Skin, der ist ein bisschen. Die Maske ist auf jeden Fall sehr pompös gehalten. Das muss man sagen. Die Maske also hat die extra Stoßzähne, das Grinsen ist breiter, hat hier so extra Hörner, die Haare stehen ein bisschen mehr zu Berge. Aber ansonsten, der Rest vom Skin ist halt ziemlich, ziemlich default gehalten. Was ich sehr, sehr schade finde. Und was ich auch sehr, sehr schade finde, ist, man sieht. Ja, der Oni, also der hat hier diese. Hier ist diese Fiole, die alle Blighted Skins haben ja diese Fiole im Rücken. Ja, diese Infusionsstelle, das verdeckt der Oni hier teilweise. Das finde ich auch sehr schade, wie gesagt. Und also nur die Maske sticht sehr heraus, der Rest ist sehr. Naja. Ist halt, die beiden Skins finde ich nicht schön. Dann gibt es natürlich die Skins vom letzten Jahr zu kaufen. Und natürlich hier für den Dwight die Klopapiermumie. Finde ich richtig nice, ist ein cooler Skin auf jeden Fall. Eine nette Idee. Und dann gibt es noch einen, ja, einen Glamour-Skin, sage ich mal. Also er wird geführt unter Süßes oder Saures, heißt Hollywood-Glanz ist für die Jane Romero und ja, ja, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht haben, ne? Also ist halt erstmal das, was jetzt so mit dem jetzigen Patch ins Spiel gekommen ist. Ich hoffe, wie gesagt, dass ein kleiner Eventspalt noch kommt. Es wurden noch Skins für die Kate vorgestellt. In dem Trailer auf jeden Fall. Also
Skins, die, glaube ich, auch im Spalt jetzt gar nicht drin waren. Ich muss noch mal gucken. Ich habe nur mal den Spalt nur so überflogen, tatsächlich, liebe Leute. Aber ich glaube, für Kate... Ja, außer wenn der Kate-Skin jetzt auch hier drin ist, Leute, dann wird es keinen Event-Spalt geben. Nee, das suchen wir nicht. Das muss man ganz kurz gucken. Ich habe es, wie gesagt, vorhin nur so einfach so ganz grob so durchgeblättert und war da schon ziemlich überzeugt von der ganzen Geschichte. Das ist Mikaela, nee. Und zwar Kate kriegt so einen, angelehnt an eine Vogelscheuche, bekommt sie einen Skin für Halloween, aber ich glaube, der ist hier tatsächlich, ich habe jetzt nur in der Premium-Ecke geguckt, hier oben habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, hier ist noch was für den Geist, glaube ich. Auch richtig cool irgendwie. Also es sind wieder coole Skins dabei, Leute. Auch hier, also... Puh. Also gleich ein Recolor von dem... Von dem Standard-Dingen hier. Ich weiß, ich wollte nach Kate gucken, aber hier ist einmal provinzielle Umhüllung. Das ist das... das Premium-Dingen und dann gibt es hier gleich den Recolor oben drauf. Wo war er denn jetzt? Und bei den anderen wahrscheinlich auch. Jugendlicher Schwung, tiefer Spalt. Was ist denn tiefer Spalt? Also das ist wirklich... Hier werden die Recolors gleich mitgeliefert und zwar tiefer Spalt ist wahrscheinlich so... Das ist wirklich, der ist wirklich extra so designt jetzt. So, das ist kein... Komm, wir packen mal alles zusammen. Es ist wirklich... Uff. Also Leute, wenn ihr könnt, holt euch den Premium-Spalt... Ich denke, das lohnt sich diesmal abnormal. Also ich bin froh, dass ich jetzt da wieder mal einen Zehner investiert habe tatsächlich. Denn wie gesagt, ich bin Cosmetic-Junkie, aber den Kate-Skin sehe ich jetzt nicht. Der Mann, den man im Trailer gesehen hat, den sehe ich jetzt hier auch hier oben nicht drin. Okay, dann wird es auf jeden Fall, wird es auf jeden Fall noch einen Event-Spalt geben, wo man dann noch ein paar Halloween-Skins sich erspielen kann. Also... Das ist ja für Leute wie mich, die Cosmetic-Skins und so einen Scheiß immer gerne sammeln und da auch richtig hinterher sind, ist der Oktober in Dead by Daylight ja ein richtiges Fest. Mehr gibt's nicht zu sagen, Leute. Ich bin begeistert. Ich werde mich jetzt erstmal durch den Spalt durcharbeiten und ich hoffe, ihr habt auch Freude an dem Spalt. Ich wünsche euch viel Spaß, die ganzen Cosmetics freizuschalten. Es gibt da so einen Kollegen, der arbeitet bei der Polizei, der... zückt wahrscheinlich gleich das Portemonnaie. Grüße gehen raus an den lieben Dwight. Und ich verabschiede mich für heute. Wünsche noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann und ciao.